Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Warframe, wieder mit Jonas. Hallo. Wir sind jetzt aus dem, diesem geilen Labor entkommen. Und da hat irgendjemand irgendwelche, Viecher frei, diese Infizierten freigelassen. So viel wissen wir auch nicht. Ich werde erstmal direkt mal Sachen verbessern hier. Ich habe keinen Plan mehr. Von diesem ganzen Mod-Zeug. Ah, Flammladung. Flammladung ist für die Pistole, sagst du? Alles klar, Moment. Ich glaube, das packe ich da mal rein. 15% extra Hitzeschaden ist, glaube ich, besser als 10% extra Giftschaden. Dementsprechend machen wir dazu. Und hier kann ich noch... Aha, okay, hier habe ich ein beschädigtes Dingsbums. Na egal. Machen wir da mal rein. So, und jetzt weiß ich, weiß ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr so richtig. Dementsprechend, keine Ahnung, gucken wir einfach mal weiter. Das mit den ganzen Mods und so, das mache ich, glaube ich, hier mal nicht so intensiv, weil da habe ich ja meinen anderen Account eigentlich. So, jetzt als nächste Mission haben wir da unten stehen. Einmal erwacht, eliminiere den Befall. Also der Befall wurde jetzt freigelassen und den sollen wir jetzt weghauen. Wahrscheinlich auf Terminus. Auslöschung. Fraktion Befallene. Alles klar. Das da. So, nimm an, sobald du bereit bist und dann hauen wir dir weg. Hui, währenddessen drehe ich den Merkur ein bisschen durch die Gegend. La la la. Ja, ja. Ja, gut. Auf geht's. Ja. So, also Eliminierung, sprich töten. Mehr müssen wir zum Glück nicht machen. Finde ich sehr sozial. Töten ist einfach. Boah, wie geil die Landeklappen jetzt hier animiert sind. Ich glaube, das war vorher noch nicht so. Nice, Alter. Boah. Auf geht's. Hier schwirren schon wieder irgendwelche ekligen Schwärme rum. Wie geht's? This Grineer ship tried to flee the infestation, but was quickly overrun. Okay, also dieses Schiff hier hat versucht zu entkommen, hat es nicht geschafft. Die Grineer wurden also überrannt von den Infizierten. Das heißt, wahrscheinlich kämpfen wir hier gerade auch gegen die infizierten Grineer. Also gegen die Überreste davon. Besiege 30 Gegner. Okay, das ist ja mal eine einfache Nebenquest. Was hast du für eine, in Anführungsstrichen, Daily? Also für eine Nebenmission für dieses... Lass mal sagen, wo ich das einsehen kann. Einfach Escape drücken und dann siehst du das da unten. Also ich habe da zum Beispiel Mörder, besiege 30 Gegner. Wende die erste Fähigkeit 5-mal. Na, das ist ja easy, du brauchst dich ja nur in die Gegenstände 5-mal 1 drücken, oder? Das hast du halt schon. Bist du? Also ich würde ganz gerne meine 30 Gegner irgendwie hinkriegen. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. So, ich könnte mal meine Lato eigentlich ein bisschen... Oh, guck mal, da hinten gibt's Viecher. Hammer geil. Hallo? Hallo? Ich bin auch mal. Hey! Ich muss noch. Lass mir mal bitte 20 Gegner noch übrig, die brauche ich noch. Ja, ja. Also spätestens 20 Gegner, bevor wir die 71 erreicht haben, bitte aufhören. Ja, lass ich. Also wahrscheinlich werden wir gar nicht, also werde ich das gar nicht brauchen, weil ich nur ein paar umbringe währenddessen, aber darum geht es, glaube ich, nicht viel weiter. Also wir können uns jetzt hier, ich würde es gerade sagen, durchsneaken, also im Schwachsinn, ja, als ob wir uns hier durchsneaken. Überhaupt nicht nötig. Okay, ich bin bei 15. Hey, wo bist du denn?
Gut, 16. La 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 la. Ich finde diese befallenen Missionen, wenn man die nicht zusammenspielt, echt ein bisschen eklig. Weil es einfach nur stockduster ist und es rennen irgendwelche widerlichen Kreaturen auf dich zu. Das ist so ein bisschen... Aber noch schlimmer sind eigentlich irgendwelche Verteidigungen, wenn du da alleine, also wenn man die alleine macht. Das habe ich am Anfang mal den Fehler gemacht. Ich glaube, eine Ausgrabung alleine zu machen, das funktioniert ja überhaupt nicht. Wenn man da so alleine gegen die Besetzung einer ganzen Korpusbasis kämpft, das ist nicht geil. Er ist nicht. Das werden wir dann auch nochmal. Das werden wir bestimmt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben wir bisher noch nicht gezeigt. Ausgrabung, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Werdet ihr aber auf jeden Fall noch sehen, weil nämlich ziemlich lustig ist, wenn man zusammenspielt. Oder Überlebensmissionen sind auch ziemlich nice, wenn die zusammenspielt. So, noch 5. Noch 3. Oh, hier hinten war noch ein Fusion. Moment, hast du den Fusionskern schon eingesammelt? Ja, hast du. Gut. Übrigens, wenn du irgendwas einsammelst, also du weißt ja, was, wie du Mods erkennst, ne? Ja. Okay. Wenn du vor allem wenn du einen geilen Mod auf dem Boden liegen siehst, du sammelst den ein und da bleibt noch so eine Restaura übrig. Also da wo du den aufgehoben hast, da leuchtet es immer noch. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das geht, aber dann setz dort mal einen Wegpunkt, damit die anderen den finden. Weil dann hat den irgendjemand aus deinem Team noch nicht aufgehoben. Den Mod. Ah, okay. Also das ist ganz wichtig eigentlich noch. Nicht so unwichtig noch. Ja, ich glaube, bei mir ist das auf... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Alter! Könnt ihr mich... Ich hab keine Zeit nachzugucken. Ich glaube bei mir. Ja, bei mir ist das auf G, aber ich weiß nicht, ob das wo es bei dir liegen könnte. Ja. Also ich. Okay. Ja, ich weiß halt eben nicht, ob ich das umgelegt habe oder nicht. So. Also, die Lotus hat gerade erzählt, dass sie dachte, dass diese Befallenen mit den Orokin zusammen ausgestorben sind. Wir erinnern uns ja noch, die Orokin sind die geheimnisvolle ausgestorbene Rasse, von denen die Orokin-Türme, die es wie heißt denn dieses Gebiet im Dark Sector? Keine Ahnung, also im Void, genau. Also diese Void Tower, sind ja alle alte Orokin Bollwerke und die Orokin sind eine ausgestorbene Rasse. Und die Infizierten, gegen die wir hier kämpfen, waren eine Waffe der Orokin in dem großen Krieg. Im Grunde sind sie also unsere Vorgänger. Mehr oder weniger. Weil wir waren, also die Tenno waren ja auch Waffen, mehr oder weniger. Also der Versuch, überlegene Krieger zu bauen, um den großen Krieg zu gewinnen. Das waren die Befallenen quasi auch. Das war ein Virus, den die Orokin erschaffen haben. Ja. Eigentlich dachte man, der sei mit ihrem Aussterben mit untergegangen, aber wie man sieht, ist er das nicht. Das war's. Ja. Genau, ich weiß gar nicht. Also das ist so das, was ich mir von dem vom Befall noch gemerkt habe. Ich glaube, es gab noch weitaus mehr zu wissen zum Befall. Also auch hinter Warframe steckt ja wieder ziemlich viel Geschichte. So wie hinter vielen anderen Spielen auch. So Aion zum Beispiel. Hinter Aion steckt ja auch eine unglaublich große Geschichte. Aion wäre übrigens, wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, Let's Playen wir auch. Noch mit Lia zusammen. Könnt ihr mal reingucken, ist ein schönes Spiel, auch Rollenspiel, aber sehr viel mehr Fantasy und weniger Sci-Fi mäßig. Aber ein wunderschönes Spiel mit einer
eigentlich auch ziemlich geilen Geschichte. Also vor allem einer tollen Vorgeschichte, die noch ein bisschen komplexer und noch ein bisschen länger ist als die hier. Einfach mal rein und... Jo. Wenn irgendjemand sich das anguckt, der so... Also, vor allem Aion, wenn sich das irgendein Geschichts-, also ein Game-Story-Fanatiker anguckt, der möge sich animiert fühlen, das mal zu sich anzugucken und vielleicht uns zu schreiben und nochmal eine Kurzfassung zu schreiben oder so. Aber da werden wir bestimmt auch... Ja, ja. Okay, ja, Moment, das werden wir gleich, werde ich gleich mal hier durchlesen, die Nachricht, die uns die Lotus dazu kommen lassen. Was ich gerade noch sagen wollte, ja genau, ich denke, bei Aion werden wir bestimmt auch übelst viel über die Geschichte erzählen. Oder werde ich ein bisschen was von der Geschichte erzählen, weil ich die da auch noch zum Teil im Kopf habe, zum anderen Teil werde ich sie vielleicht nochmal mir anschauen. So, also Jonas, hast du auch so einen geilen Brief bekommen von der Lotus? Gott, aber eigentlich nicht wirklich, leider. Nicht? Im Posteingang? Ja, genau. Oh, genau, warte kurz. Also da müsste drinstehen, Tendo, die stammt aus einem von Dr. Tengus Berichten. Die zusätzlichen Test-Marines sind eingetroffen. Die Testexemplare haben die vorherige Ladung schneller als erwartet aufgebraucht. Es soll vermerkt werden, dass die Marines, die am längsten überlebt haben, feuerbasierte Waffen verwendeten. Die Befallenen sind anfällig für Feuer. Ich habe dir eine Mod... eine Mod? Warum eine Mod? Seit wann ist Mod weiblich? Ich dachte mal, das sei männlich. Also, zumindest so, ne? Ihr versteht, was ich meine? Egal. Mit Feuerschaden zukommen lassen, die du in deiner Nahkampfwaffe installieren solltest, das sollte dir in deiner kommenden Mission helfen. Okay. Schmelzender Einschlag wurde deinem Inventar zugefügt. Alles klar. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich das hier auf meinem Scanner installieren kann. I must say, these infested scare the are very worrisome. Ja, das ist interessant. Dankeschön, Ordis, für deine wieder sehr Danke, Ordis, für deine super hilfreichen Aussagen wieder mal. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich tun würde. Wahrscheinlich nicht so genervt sein. Nein, so schlimm ist Ordis ja meistens nicht. Okay, als nächstes müssen wir eine Bombe verteidigen. Ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, oder? Wir sind jetzt bei 12 Minuten, ja. 13. Dann machen wir heute mal eine kürzere Folge. Könnt ja noch, wenn ihr Zeit und Bock habt, in eines unserer anderen Projekte reinschauen. Zum Beispiel in erwähntes Aion. Das kam ja am Sonntag raus. Ich glaube, die erste... Ja, stimmt. Die erste Folge kam Sonntag raus. Nächsten Sonntag, also diesen Sonntag, kommt die nächste und so weiter. Und genau. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Warframe wieder. Habt bis dahin noch eine schöne Woche. Schönes Wochenende. Haut rein und macht's gut. Tschüss. Tschüss.